2020. Und jetzt sehen wir hier noch schöne Fahrszenen unseres Kompaktladers, unseres S130. Was wir damit natürlich zeigen wollen, ist nicht, dass wir viel schön Volksmusik und Walzer-Programm haben, nein, vor allem natürlich die unglaubliche Stabilität, die unglaubliche Gewichtsverteilung dieses Kompaktladers, dieses S130. Schauen Sie mal, wie grazil die beiden das machen. Auf jedem Opernball der Welt werden Sie gern gesehene Gäste in diesem Kompaktlader, den S130. Dank seiner Radialhubarme, dank seines sehr kurzen Radstands, ist das eine Maschine, die auch unter Weltplatzverhältnissen hervorragend arbeiten kann und eine überragende Manövrierfähigkeit bietet. Ja, wir müssen schon mal wirklich verneigt voneinander auf den Schaufeln abgestützt. Wie gesagt, die Gewichtnahmen machen. Die beiden haben schon eine ganze Menge Fahrerfahrung unter dem Joystick oder auf dem Buckel, kann man sagen. Ja, wie auch immer, auf jeden Fall sind das Profis. Und super Schaufel, gerade eben abgestützt haben sich die beiden auf einer von insgesamt 7 verschiedenen Schaufelwiesen für den S130 anfordern können. Es gibt über 30 weitere Anbaugeräte für diesen Kompaktlader und allgemein aus dem Hause Rockberg über 100 verschiedene Anbaugeräte für unsere Baumaschinen. Jetzt sehen wir S130 noch einmal unten. Was sehen wir hier vor allem natürlich noch die ergonomische Fahrerkabine mit den Joysticks. Wir haben hochfeste, sich selbst nachspannende Antriebsketten und einen besonders schnell und einfach zu wartenden Motor. Den haben wir hinten hier eingebaut. Kann man sich im Anschluss sehr gerne einmal anschauen und im Detail das Ganze.